Hallo, liebe Aufrufer zur Lichtgeschwindigkeit. Ich möchte etwas IT-Soziologisches ergänzen zum Thema YouTube, YouTube-Benutzung, YouTube-Vertrag, YouTube-Soziologie und ideologische Vorder- und Hintergründe vielleicht folgendes. Ich habe gestern gesagt, dass meine Arbeit als Videoautor mit einem Kanal bei YouTube rechtlich, kaufmännisch, vertraglich vollkommen klar ist und vollkommen einwandfrei und ich auch total damit zufrieden bin. Juristisch gesehen sieht es aus meiner Sicht allerdings so aus, dass ich überhaupt keinerlei Rechte habe und dass ich die Pflichten, die ich innerhalb der Vertragspartnerschaft mit YouTube übernommen habe, ich auch erfüllen muss, und wenn ich das nicht tue, kann YouTube mir sofort den Kanal abschneiden und ich habe keine rechtliche Handhabe. Umgekehrt, würde YouTube irgendetwas tun, was mir nicht gefällt, hätte ich keinerlei Chance, denn nach amerikanischem Gesetz kann ich nicht gegen YouTube streiten oder klagen. Ich könnte es gar nicht bezahlen, ich hätte nicht die Zeit dafür und so weiter. Mit anderen Worten, egal was da in den Verträgen steht, ich muss mitspielen und es ist mir völlig klar. Und ich habe allerdings mit dem, was YouTube mir dann an sozusagen Kommunikationsinhalten in Anführungszeichen mitteilt, was ich intern mitgeteilt bekomme, also ich bin des Englischen so weit mächtig, dass ich englischsprachige wissenschaftliche Texte übersetzen kann, ich kann auch Gerichtsakten übersetzen und so, ich verstehe auch Vertragsinhalte, da ich außerdem Rechtswissenschaften selbst studiert habe, ist das nicht so ganz anders als das deutsche Recht, Texte zu verstehen. Und da muss ich sagen, ich verstehe die Texte meistens nicht, die mir YouTube schickt, deshalb, weil sie wirklich, nicht dass ich sie semantisch, also wörtlich, bedeutungszusammenhänglich nicht verstünde, das verstehe ich schon, sondern ich verstehe nicht, warum sie mir das mitteilen, ich kann dazu nichts sagen, ich kann dazu nicht beitragen, es interessiert mich auch nicht, was YouTube mir erzählt. Wenn sie sagen, das ist wichtig für mich oder nicht, dann müssten sie Argumente bringen, warum etwas wichtig ist. Wenn sie keine Argumente bringen, dann sage ich, ich verstehe nicht, dass Sie mir das mitteilen. Insofern schönen Dank für die Zuwendung, die ich hier von Kanalbenutzern auch bekommen habe. Ich habe nicht gefragt, wer kann mir das erklären. Ich verstehe das alles sehr wohl. Ich will es auch gar nicht wissen. Es langweilt mich ehrlich gesagt. Ich bin immer an einer fairen Partnerschaft interessiert. Da ich schwach bin, YouTube stark ist, besteht die Partnerschaft mit YouTube eben aus der einseitigen Definition, die YouTube vorgibt. Und insofern, wenn die Partnerschaft ausgebaut werden kann, ist das Angelegenheit von YouTube, mir sowas anzubieten. Aber nicht ist es mein Weg, das zu verlangen oder irgendwie. Und insofern wundere ich mich sehr, wenn ich also mehr als das, was ich jeden Tag tue, meinen Beitrag hochladen, wenn ich mit mehr zu tun haben sollte, müsste man mir schon die Handhabe zeigen, dass ich es verstehen kann und nicht einfach nur blanke Behauptungen, die auch noch unintelligent oder sinnlos sind, mir zu übertragen und ich soll dann darauf reagieren. Auf Unfug reagiere ich nicht. Ich will mal etwas sagen. Ich habe gestern gesagt, wenn ich also meine eigene Relevanz in der Suchmaschine Google suche, dann finde ich mein eigenes Video nicht unter meinem Namen. Heute finde ich bei der ersten Seite Dietmar Möfs von 200.000 Nennungen, finde ich schon auf der ersten Seite an 5. oder 6. Stelle, heute 22. Juli oder was, vor 9 Stunden ein neues Video hochgeladen. Da steht dann nicht, was für ein Video oder so, aber immerhin, da steht es, ich habe ein Video hochgeladen. Also, das finde ich bemerkenswert und es ist ja durchaus, da ich meine Sachen sehr pflege und mit Aufmerksamkeit versehe, möchte ich also hier nur sagen, was ich gestern gesagt habe, es ist nicht zu finden, dafür kann ich nichts, heute ist es zu finden. So, und dann habe ich aber durchgeguckt und muss sagen, was da noch zu finden ist, ist doch schon sehr seltsam. Und zwar, es gibt dort sozusagen in dem Google-Suchverzeichnis unter meinem Namen auf jeder Seite zwei, drei, ich habe das dann angefangen irgendwann zu verstehen, zwei, drei Internetadressen, ich lese mal sowas vor, zum Beispiel diktum.de, streitobjekt.de, kyniker.de,
verhaltensnormen.de, tötungaufverlangen.de, anforderungskatalog.de, xantippe.de, affinitäten.de, selbstgenügendsamkeit.de, juristen-zeitung.de, kontrollierbarkeit.de und so weiter. Das sind Worte, die in meinen Beiträgen vorkommen, die hier als Überschriften von Webseiten, also als eigene .de-Webseiten, Adressen gemacht sind. Das sind Blogs und in diesen Blogs erscheinen zum Thema irgendwie, das ausgewählt ist, weiß ich nicht, es wird ja irgendeinen nachvollziehbaren, automatisierbaren Grund haben, erscheint also ein Link mit meinem Video, irgendeinem Lichtgeschwindigkeitsvideo, und dann aber auch darunter zusammengeschusterte Threads, also Kommentartext, Antworttext von jemandem, Kommentar, Antwort, Antwort, Erwiderung, Kommentar und so weiter, Threads von Kommentaren aus meinem Lichtgeschwindigkeitsblog. Ich habe das nicht weiter untersucht, wie weit das jetzt alles gemischt ist oder aus Zusammenhängen oder unsinnig und so weiter. Ich bin nur sicher, ich habe keinen einzigen Kommentar in diese ganzen, es sind hunderte von diesen Adressen, keinen einzigen Kommentar da geschrieben, die sind mir gar nicht bekannt gewesen, aber die sind nur bestückt mit meinen Sachen und es werden dort ziemlich irre Threads, also Gesprächsfäden, Rede, Gegenrede und so weiter, unter meinem Namen eingestellt, finde ich bei Google. Alles gespeist von meinen YouTube-Sachen. Und das sieht nicht so aus, als wenn da Handarbeit drin steckt, sondern als wenn das sozusagen automatisch diese Sachen generiert. Das würde mich interessieren, liebe YouTube-Organisatoren und Verantwortlichen. Wenn ich das von Hand hier finde, dann werdet ihr das natürlich wissen. So, die Frage, wie weit sind das Initiativen von YouTube selbst? Denn das sind automatisch generierte Internetauftritte, in denen mein Name gebraucht wird, ohne mein Einverständnis. Das wird sicherlich irgendwo beim Kleingedruckten stehen, dass ich damit einverstanden bin, ohne mein Wissen. Das finde ich interessant. So, das war meine YouTube-IT-soziologische Ansage hier. Ein Kleinvieh macht auch Mist und schönen Dank für den Aufruf und ich freue mich über jede persönliche Beziehung und Stellungnahme. So, tschüss.